Bei Verbotene Liebe spielte Wolfram Grandezka 11 Jahre lang die Rolle des intriganten Ansgar Graf von Lahnstein. Doch was machte der Schauspieler seit seinem Serienaus und wie geht es ihm heute? Wir verraten es euch. Nach wie vor ist Wolfram Grandezka, der auch schon als Model arbeitete, dick im Geschäft und als Schauspieler weiterhin sehr aktiv und erfolgreich. Nach Verbotene Liebe spielte Wolfram einige weitere bedeutende Rollen in Fernsehserien, darunter in Unter uns und Alle zusammen, jeder für sich. Von 2018 bis 2021 war er bei Rote Rosen zu sehen. Zudem war er auch bei Verbotene Liebe, Next Generation dabei. In der Neuauflage der Serie schlüpfte er erneut in seine Paraderolle als Ansgar Graf von Lahnstein und sorgte wieder für ordentlich Chaos. Beruflich könnte es für den Schauspieler also nach wie vor nicht besser laufen. Privat hält sich Wolfram Grandezka allerdings sehr bedeckt. 7 Jahre lang war der Schauspieler mit Model Nadja Auermann verheiratet, die er bei Modelaufnahmen kennenlernte. Mit ihr hat er einen gemeinsamen Sohn. In einem Interview mit Erfolg Magazin im Jahr 2020 verriet er: "Ich versuche mein Privatleben so gut es geht zu schützen." Natürlich gibt es KollegInnen, von denen noch viel weniger Privates an die Öffentlichkeit kommt als von mir, aber es ist mir grundsätzlich schon wichtig, Privates und Berufliches zu trennen. Ein privates Detail, welches bisher noch nicht bekannt war, konnte ihm im Interview mit Erfolg Magazin jedoch noch entlockt werden. Er trägt am liebsten Lederjacken.